Und es geht schon weiter bei Let's Play Transformers Kampf um Cybertron. Ich bin Säure, der MC MaffeX. Und im letzten Part sind wir immer noch im Kaun-Gefängnis gewesen. Haben dort so viele Decepticons alle gemacht. Haben die Autobots befreit, die jetzt an unserer Seite kämpfen. Was heißt ja, an unserer Seite gekämpft haben. Jetzt laufen sie wieder nach Iacon. Was irgendwie sinnlos ist, denn Iacon wird ja eh gerade weggebombt von den Decepticons. Aber egal! Wir wollen immer noch Cedar Prime retten, denn möglicherweise ist er wirklich hier. Ich sag immer noch, es ist eine Falle, aber egal. Und ja. Hier stellt sich gerade Soundwave uns in den Weg. Und natürlich hat er keine Chance dann gegen uns. Und ich kann mich immer noch nicht transformieren. Schneller, Autobots! Ja, ist sehr leicht. Weißt du, es ist voll leicht, wenn ich mich nicht transformieren kann. Decepticons! Die Autobots dürfen Zeta Prime nicht erreichen! Also Zeta Prime lebt wirklich noch. Okay, das ist cool. Ja, ich gehe hier einfach durch. Kein Problem, kein Problem. Boah, Spiel, warum backst du rum? Das finde ich nicht cool. Und es war, wie es aussieht, echt nicht Soundwave. Das war nur irgendein blöder Decepticon. Auf. Ich sehe Autobot abschauen. Ja, und ich sehe dich. Tja, wenn der Schutzschild halt noch vorne ist. Nicht so intelligent, würde ich sagen. Rakete? Wow! Ey Mann, warum muss hier auch immer alles explodieren? Oh, ich kann mich wieder transformieren, endlich! Boah! Geh mir aus dem Weg, Sam! Okay, wobei landet welche? Zack! Zack! Solange sie nicht auf mich fliegt, ist es mir wurscht! Aber sie fliegt auf mich! Aber weiterfahren. Kein Bock auf Gegner. Kein Bock. Wir schaffen es. Weiterfahren. Oh, was zur Hölle? Was zur Hölle? Was war's? Leck mich! Leck mich! Weiterfahren einfach! Meine Mutter geht offline! Oh, verdammt, daneben gesprungen. Egal, egal, das geht schon noch, das geht doch. Nein! Nein! Ja, geil! Mission gescheitert. Ich kann doch nicht gegen die kämpfen, das sind doch viel zu viele. Ich rush da einfach durch, ganz ehrlich. Komm. Ah, die fahren da unten lang, cool. Okay. Nein, ich will weg. Ich will doch keine Ärger, ich will doch nur weg. Na geil. Geil, 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 nein, nein, ich will ihr Leben. Autsch. Einfach durchlassen. Zeta, ich komme. Ich hoffe es. Autsch. Autsch. Noch mehr Autsch. Ja, geil. In die Ecke gebacken. Ja, in die Ecke gebacken. Egal. Irgendwie wieder rausgekommen. Du wirst das Gefängnis nicht in einem Stück verlassen, Optimus. Komm. Schon. Wir haben's geschafft. Mit mehr Glück als Verstand. Okay, Thermalraketen will ich erst nicht einfach interagieren. Scheiß drauf, Optimus ist nicht drin. Zeit wir bauen nicht, ist mir egal. Ich bin weiter. Ich lebe. Okay, wo Optimus, Zeta. Es ist Zeta Prime. Optimus, bist du das? An was haben sie ihn angeschlossen? Autobots, wie vorhersehbar. Wir kommen nicht durch diesen Schild. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Autobots. Soundwave. Verteidigungs-Sentries aktivieren. Verteidigungs-Sentries. Oh, jetzt aktiviert er seine Drohnen, oder? Okay. Wo ist noch eine? Was sollen wir denn gegen ihn ausrichten? Man kann doch nichts gegen ihn ausrichten, oder? Dieser Lärm! Er stört mein Logikzentrum! Frenzy! Los! Frenzy? Zeit für ein Tänzchen, Autobots! Das Feuer auf den Kühlen konzentrieren! Der ist zu schnell! Wen nennst du hier, Kleiner?
Und ich dachte, ich wäre klein. Boah, was geht hier gerade ab? Du hast doch keine Chance gegen uns, Pimperle. Weg da! Das tut weh! Feuert auf Soundwave! Da ist er, repariert ihn. Hey, da! Ich mach das schon! Muss den Schild verlassen, um seinen Winzlingen zu helfen. Als ob er ihr Papa wäre. Boah, süß. Das heißt also, wir müssen immer Friends hier alle machen, damit er ihn dann repariert. Oh, jetzt hat er noch einen Reparaturstall, oder? Ja, den kriegt man trotzdem down. Oh, ballert ihn doch weg! Das ist unsere Chance! Schnapp ihn! Fancy, zurück! Na geil. Hier liegt nicht irgendwie zufällig Munition oder sowas. Verteidigung, oh, doch, da. Aktivieren. Verteidigung? Oh, nee. Weg da. Und Rakete mal so geil. Ja, was soll das? Was trifft mich hier? Ach so, die Scheißdinger. Ja, übertreibt halt nicht. Rumble. Oh. Los. Rumble? Vernichtung. Hier kommt euer Verderben. Rumble. Diese Winzlinge sind so lästig. Zuerst knacken wir die Schale und dann die Nuss im Innern. Boah, ja, ey, das wird gerade nicht schwer sein. Ich habe einfach kein Leben mehr. Ich kann ja nicht zu dem hinlaufen. Boah, Scheißspiel leckt nicht. Okay, er ist aber down. Oder? Nee, er ist nicht down. Super. Ja, super. Tu mir... Ja, geil. Bitte, was soll ich machen, wenn ich... Hier spawnt nirgendwo Leben. Wie soll ich dann bitte irgendwas machen? Ja, jetzt kommen wieder die nervigen Dinger. Oh, das Leben. Das Leben. Oh. Mein Gott. Okay. Rumble, los. Befehl. Ja, komm halt, Rumble. Ich hab Bock. Diese Winzlinge sind so lästig. Zuerst knacken wir die Schale und dann die Nuss im Innern. Ich knack gleich was ganz anderes. Komm her, du Winzling. Wow! Übertreib's! Übertreib's einfach. Boah! Komm, mein Daumen, warum lässt du nach? Komm, ja! Stirb! Hey, da ist das etwa alles! Soundwave muss den Schild verlassen, um seinen Winzlingen zu helfen. Ja, das hatten wir schon. Okay, komm erstmal hier. Scheiße, jetzt kommen wieder die. Weg. Komm, Muni. Keine Muni. Was? Ah, scheiße, das sind jetzt wieder neue. Boah, so unnötig gerade Leben verloren. Egal, weg. Weg. Der ist auch weg. Laser Sturzflug. Oh nee, ein Jet jetzt auch noch. Ja, jetzt wird es erst richtig. Ja, komm. Ja, geil. Geh halt krass auf. Ey, Mann, geh auf jemand anderen, du Scheißvieh. Okay, aber bewegt sie nicht. Das finde ich cool. Das ist unsere Chance. Schnapp ihn. Geh da.
Oh, das war's. Signifikant. Muss mich mit Sitas Energiestrom wieder aufladen. Soundwave! Nimm das! Das war's! Halte durch, Zeta. Wir holen dich da raus. Eine edle Geste, Optimus. Aber ich fürchte, für mich ist es zu spät. Zeta, bringen wir ihn nach Hause. Hoher Rat, ich bringe einen gefallenen Helden. Bis alle eins sind. Die Lage ist verzweifelt. Die Autobots brauchen eure Führung. Der Rat existiert nur, um die Primes auszuwählen. Es ist Aufgabe der Primes, zu leiten und zu schützen. Es gibt keine Primes. Sogar jetzt verweigerst du deine Ernennung? Zu lange haben wir mit angesehen, wie andere Primes Stolz und Macht verfielen. Aber du, Optimus, dein Mut und deine Weisheit haben das Leben um dich verändert. Megatron hat den innersten Kern deiner Welt infiziert. Du musst zum Kern reisen und dies bereinigen. Ein Fehlschlag ist unser aller Untergang. Ich nehme die Bürde auf mich, mit allem, was ich bin. Erhebe dich, Optimus Prime, denn du bist der Anführer der Autobots. Du bist der letzte Prime. Okay, jetzt haben wir erlebt, wie Optimus zu einem Prime wurde. Nicht schlecht, würde ich sagen. Alf, warum ist er eigentlich der letzte Prime? Ich meine halt, es kann ja jederzeit wieder ein neuer Prime ernannt werden. Egal. Ja, weil er wahrscheinlich gerade der Einzige ist. Okay, dann im nächsten Part werden wir uns dann Kapitel Nummer 8 widmen zum Kern. Bis dann, euer MC Muffix. Ciao.